Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu ARK. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich verhaspel mich da jedes Mal. Ach, Freunde, ich habe gefarmt, ich habe gefarmt, ich habe gefarmt. Und hey, blick mir jetzt nicht ins Bild, ja? Wir haben auch ein bisschen was gecraftet. Ja, ich wollte ja doch weitermachen. wir haben jetzt hier 525 Wände und 171 Fence Foundations. Ich habe zudem schon ein paar Gates aufgestellt. Und ja, wir werden das ganze Ding nicht umranden erstmal, sondern da vorne was abschließen. Entschuldigung. Du bist nicht High-Level, geh weg. Ab. Ja, und ich habe mal wieder was Kleines getestet. So ein bisschen. Habe eine neue Mod drauf gemacht. Ich wollte sie mal testen. Ich habe sie noch nicht gebaut oder irgendwas damit gemacht. Gar nichts. Also null. Ich habe sie nur drauf gehauen. Und zwar die Solo-Farm-Mod. Keine Ahnung, anscheinend haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten. So ein Remote, wo wir so ein UI für kriegen. Und einen Dino Farm Mod Enabler. Wir werden es mal testen. Einmal das, einmal das. Mal gucken, wie das funktioniert. Open Setting Menü. Aha. Was steht da? Glaube, das steht Farm Mod Enabler. Ja, klar. Element. Okay, anscheinend kann man hier Sachen auswählen. Und dann. Was hatten wir noch für Möglichkeiten? Apply Settings. Okay, Lock Remote. Was war das? Cycle. Bla bla bla. Open Admin Menü, okay, brauchen wir nicht. Und der andere war einfach Dino Farm Mod Enabler. Der muss wahrscheinlich in Dino rein. Ich mal von aus. Oh, er schlägt einfach zu. Moment, wir müssen den mal außer Hand legen. Oh, das ist ja cool. Oh, da muss ich nie mehr so einen Stein ranfliegen und dann so einen Engel haben. Engel? Ja. Ja. Dass der auch richtig zuschlägt. Der haut ja einfach die ganze Zeit zu. Ja, da könnte ich ja einen Tüler quasi unten dran haben, der einfach die ganze Zeit zuhaut. Das ist cool. Ich hoffe, der geht nicht K.O. oder so. Und dann kann ich noch einstellen, was er für Ressourcen er farmen soll. Vielleicht wirft er den Rest dann weg, ich weiß es nicht. Wie das genau funktioniert. Beim Dödi ist jetzt nicht ganz so wild, das hat immer relativ gut funktioniert, aber gerade wenn wir so an Metal denken und so. Ich glaube, das könnte nochmal sehr, sehr interessant werden. Wie gesagt, ich wollte es einfach mal testen. Ich lasse es auch erstmal drauf. Ich glaube, es stört nicht. Bin ich jetzt auch nicht zu OP oder sowas, sondern. Wir verdursten nur. Steine. Ja, wir holen jetzt noch ein paar Steine ran. Einfach zur Sicherheit. Wir müssen auch noch ein paar Türen bauen. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen die Wände setzen. Ich würde das Ding heute ganz gerne abschließen wollen. Demnächst jetzt mal in die Cave rein. Und zwar mit dem Froggy. Denn wir wollen ja noch weiter Baumplattformen bauen. Und dafür brauchen wir Zement. Und ich glaube, 900 waren es ungefähr. Jetzt muss ich erstmal Steine finden noch, ne? Es ist wirklich cool. Das ist wie, als wenn man unten jemanden drauf sitzen hat, der die ganze Zeit so einen Click-Mode anhat. Ja, macht es doch ein bisschen einfacher. Weil ich sag mal so, allein für dieses Farmen. Der 500 Wände. Ich habe nicht gerade sehr, sehr geringe Einstellungen drauf. Ne? Also es ist halt. Ich weiß gerade nicht, welche Settings das sind. Aber ein bisschen was ist schon drauf, natürlich. War es auf jeden Fall ein ganzer Ingame-Tag. Das heißt, ich habe auf jeden Fall nochmal Center abgefarmt, das was möglich war. Von hier aus kann ich das jetzt ausstellen oder was?
Get closer to a Dino. Okay, von einer Rhino klappt es anscheinend nicht. Ich weiß nicht, ob der irgendwann in Ohnmacht fällt. Können wir gleich mal gucken. Wir bringen den mal zurück, den Guten. Nicht, dass er gleich hier einen Satz mit X macht. Was haben wir hier Schönes drin? Nichts Besonderes. Ich hoffe, die Wände und so weiter reichen dafür. Hier ist ja gut. Er hat keine Stamina verloren. Wenn ich das Remote-Tool jetzt in die Hand nehme. Clear dann. Wie funktioniert das? Ja, okay. Scheint nicht zu funktionieren. Holen wir uns erstmal ein bisschen Wasser. Und dann müssen wir die Wände noch platzieren. Das ist noch ein Haufen Arbeit. Wenn die Wände da sind, bauen wir hier ein paar Foundations rein und irgendwann hauen wir hier nochmal ein paar Crop Plots hin. Dass wir wirklich safe sind. Ja, ja, ist ja gut. Mecker nicht rum. No. Weiter geht's hier im Text. Also wir brauchen die. Das sind ein paar viele, die können wir nicht alle tragen. Können generell nicht viel tragen. Das sollte passen. So. Hier ist ja das Schlauste eigentlich oben rum zu arbeiten. Ach, jetzt haben wir wieder dieses Busch-Problem hier. Geh weg, Busch. So, jetzt sehen wir wieder nichts. Es ist so anstrengend, hier im Busch zu hauen. Wo ist jetzt die Foundation da? Ohne dass ich runterfalle. Okay, machen wir gleich. Machen wir erstmal oben die Wände, dann können wir da hinfliegen. Oh Gott. Schnellwände verbauen, ganz wichtig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wie so ein Workout. Falsch gesetzt, war ja klar. War ja klar, dass ich mir auch wieder so einen Mist hier vornehme. Hasst mich ruhig dafür. Kommt nur bei mir vor. Was soll ich machen? Okay, cool. Da unten wird es, glaube ich, wesentlich einfacher. Aber ich will nicht, dass hier irgendwas reinkommt. Komme ich da noch hoch? Da nicht. Knapp. Dann müssen wir hier mit Trick 17 arbeiten.
Wir müssen da zum Gate. Ist das so die richtige Höhe? Müsste eigentlich passen, ne? Man sieht wieder nichts. Warum snippst du nicht genau dahin, wo ich es eigentlich haben will? Wieso? Wieso tust du mir das an? Eins, zwei, drei. Hässlich wie die Nacht. Oh, er ist auch schon welche gesetzt. Die nur falsch sind. Der Kampf gegen den Busch hier. So, so und so. Ach komm, weißt du was? So. Und so. Ich würde sagen. Ah, nee, es ist nicht. Es ist nicht zu. Das stört mich doch jetzt schon wieder. Zur Sicherheit machen wir hier nochmal welche rauf. Gut, da sollte ich hier nicht so schnell rumkommen. Alles klar. So, wir müssen dann einmal noch. Müssen wieder hier rüber. Hier hatten wir aber, glaube ich, schon was gesetzt. Und dann können wir hiermit weitermachen. Hallo? Mann! Lasst mich doch einfach in Ruhe hier mein komisches Gebäude bauen. Jetzt. Nö. Kriege gleich einen Ausraster 3000, ich sag's euch. Was mache ich denn hier schon wieder? Jetzt kriege ich das da nicht weg, ne? Niemand hat was gesehen. Ne? Ihr auch nicht. Nur, dass wir uns verstehen. Was ist das denn hier für Mist? Ich will einfach nur so eine blöde Wand hier bauen, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Glaube, mit den anderen Foundations wäre es doch einfacher gewesen. Weil ich könnte sie immer noch bauen, ne? Es sieht nicht mehr schön aus. Es ist auch noch einfach super hässlich. Aber es muss ja nur effektiv sein. Sekunde. Oh, genau. Lass mich mal so ein paar bauen, bitte. Sehr gut. Danke. Hier baue ich zur Not mal einen drüber.
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ich habe keine Wände mehr. Jo! Ich dachte, wir kriegen ein bisschen mehr fertig. Bis wir voll sind. Ich glaube, ich müsste voll dabei sein, um das zu bauen. Entschuldigung. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hier so groß baue. Aber ich dachte mir vielleicht. Vielleicht haben wir ja noch irgendwann mal andere Pläne und machen dann hier eine Mainbase draus. Das war so auch mal so ein Gedanke zwischendurch. Ne? Und solche Gedanken kann man ja auch haben. Aber bitte lass mich jetzt unten weiterbauen. Boah, das ist noch viel zu hoch, ne? Von hier aus sollte es gehen. Wahrscheinlich müssen wir nochmal farmen. Ja, aber versprochen, beim nächsten Mal machen wir wieder eine Höhle. Oder was anderes generell. Ne, da baue ich jetzt nicht hoch. Wir bauen uns hier eine Rundung rein. Da so quasi rüber. Genau, direkt aufs Gate bitte zu. Genau. So. Hey. Achso, du bist dran. So mag ich das bauen. Ne? Wenn es schön schnell geht. Wenn es auch mal funktioniert. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ein- und Ausgänge haben wir auch genug. Wobei wir auf Landdinos halt nicht mehr ganz so oft unterwegs sind. Moment, wo bist du denn hingegangen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vielleicht baue ich hier nochmal was drüber. Zur Sicherheit, da ist ja der Stein. Ey, wo die manchmal snappen, ne? Hast du mich verjagt? Dafür, dass du mich so verjagt hast, mache ich aus dir Fleisch. Wieso tagst du so viel? Weil du nur Level 70 bist, verstehe. Also mir geht es quasi am besten einmal. Oh, war das laut. Great hier rüber. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Wasseranbindung. Wände, Wände, Wände. Wir setzen einfach nur Wände. Und mit diesen Wänden stellen wir unsere Mauer fertig. Oh Gott, bitte echt. Wirklich. So ein toller Dino. Oh Gott sei Dank. Wir gehen mal geradeaus.
Ich werde bescheuert. Guckt euch das an. Das ist ja wie eine Autobahn. Und wir haben eine Wasseranbindung. Oh, wir haben keine mehr davon. Nice. Richtig gut. Richtig gut. Schaut euch die Wand an. Das ist riesig, was ich hier gebaut habe. Warum tue ich mir das an? Sag doch, ich soll so einen Spaß nicht machen. Ja, aber wir haben eine neue Mod drauf. Also. Wir haben ja quasi eine Mod vorgestellt in der Folge. So, davon noch welche. Hiervon die Hälfte. Wir können uns noch bewegen, sehr gut. Naja, weit sind wir nicht gekommen, ne? Vielleicht muss ich gleich wirklich nochmal los und farmen. Shit. Das war eigentlich nicht die Absicht dahinter. Oh, Alter. Oh, ein Mini. Oh, wie schön gerade die Mauer hier ist. Du bist falsch. Und du auch. Usa. Aber beim letzten Mal vergessen, den Server auszumachen. Der lief auch etliche Stunden. Und ich will gar nicht mehr reingucken, wie viel Rex-Eier wir jetzt haben. Ich habe zwar angefangen, Munition zu craften. Nö, nö, Freunde. Ich habe zwar angefangen, Munition zu craften, aber die werden wir vermutlich dabei verbrauchen. Ah ne, wir können die Dinos auch fressen dann, ne? Wenn wir sie nicht übernehmen, oder? Pack mal einen Kascha hin. Ziemlich eigentlich völlig veräppeln. Okay. Machen wir das Gate denn da oben? Dann setzen wir dich doch mal schon mal hier so hin. Da nicht, bitte. Gerade straight hier rüber. Und so in die Richtung. Als ich zuletzt reingeguckt habe, waren es ungefähr 60 Eier schon. Ich glaube, wir gucken dann beim nächsten Mal zusammen rein. Vielleicht kriege ich dann einen Herzinfarkt und ich weiß es nicht. Was ist denn mit dir passiert hier? Wirklich? Oder seid ihr Zeugen oder so, dass es nicht meine bessere Hälfte war, sondern wirklich das Spiel, was mich zum Verzweifeln gebracht hat. Ja, ich muss ja nicht unbedingt in den Knast schicken. So. Coolio. Wir haben ein Riesenstück geschafft, von da oben bisher schon. So viel ist es jetzt nicht mehr. Jetzt wird es wieder nervig wahrscheinlich. Oh Gott, warum habe ich das da hinten so weit hingesetzt, das Gate? Och, Leckruf, Alter. War ja fast perfekt. Guck euch das an. Das ist quasi perfekt. Es hat mal was funktioniert. Wieso?
Naja, Sicherheit, dass da nichts unterdurchläuft, ne? Komm schon. Du kannst doch nicht einfach so da. Na, kannst du wahrscheinlich schon. So, jetzt müssten wir vom Baum da natürlich hin. Ich würde am liebsten dann hier. Ja, perfekt. Zu dem Baum. Wieso? Nicht fragen, einfach machen, ne? Keine Wände mehr. Sehr, sehr cool. Es ist nur noch das Stück da hoch. Ui. Tut mir leid, ich glaube, wir überziehen ein bisschen. Wenn die Wände reichen, machen wir das zusammen fertig. The Great Wall, sage ich dazu, ne? Ich glaube, könnte ein guter Titel werden. Clickbait. Ja, einer kann ja noch hin. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 3. Ach Gott, mach ich von hier nicht weiter. Wieso? Irgendwas hat hier gar nicht funktioniert gerade. Ach, komm schon. Glaube, ich habe. Nee, ich habe ihn nicht verbaut. Der hat ja automatisch diesen Übergang, nennen wir ihn mal, gemacht. Diesen stylischen. Hör auf damit, das da hinzusetzen. Was soll denn das? Wieder was fertig. Oh, bitte lass es hier recht haben. Jetzt müssen wir von da natürlich da runterkommen und dann dahin, ne? Oh, snappt hier noch irgendwas? Ich glaube, nachdem der Dino da sich in Luft aufgelöst hat, ne, weil er einfach verschwunden ist, ihr müsst mal ganz kurz an eure Decke gucken. Da oben ist er weg. Ist es endlich. Ist der richtige Weg, ja? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dann bauen wir es einfach hoch und machen das dicht, das Ding. Oh, die regen mich auf, ne? Diese Pflanzen regen mich einfach öf. So, wir müssen da entlang, hier entlang, gerade darüber, hier hin. Dann können wir schon so ein bisschen so einen Abstecker darüber machen. Abstecker. Es macht mich einfach fertig. Meine Rübe ist nur noch Matsch durch die Wand. Wir brauchen wirklich nicht mehr viele.
Wir brauchen Fence Foundations. Haben die echt gereicht? Ich glaube, Center fliege ich in der Nacht allein ab. Auch mal wieder Entspannung. Es wird dann nämlich schon wieder dunkel. Brrrr. Machen wir erstmal die Büsche weg, bevor sie mich gleich wieder aufregen. Aufregen, rühren sie mich. Aufregen. Ich meine, die Fasern brauchen wir später eh. Ich würde das Baumhaus gern auch wirklich aus Holz bauen wollen. So, wo müssen wir denn hin? Dahin. Dann können wir noch ein bisschen. Nee. So ist vielleicht besser. Vielleicht funktioniert das schon. Alter. Immerhin kann ich mal wieder behaupten, ich hatte eine Baufolge drin. Oh Gott, das war knapp. Ey, aber es schließt ab, was soll's. Ach, hier kommt nichts rein. Geil. Mauer ist fertig. Fast fertig. Wir müssen noch ein Tor. Zwei Tore bauen, ne? Ein Stein geholt. Haben wir sogar Materialien übrig. Das mal Planung von mir. Stone. Und Stone brauchen wir. Ach Quatsch. Structures, Stone. Coolio, dann kann ich schon mal ein bisschen Foundations hier verteilen. Einfach straight drumherum. Vielleicht baue ich noch mal ein paar nach. Ich bin froh, dass ich mich dann doch dazu entschieden habe, das nur da vorne bis zum Wasser zu machen, nicht das komplette Wasser zu umrunden. Auch wenn es cooler gewesen wäre, kann man vielleicht irgendwann nochmal nachholen. Müsste ich halt alles abreißen. Gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, das sieht schon mal ganz cool aus. Mal noch einen schönen Screenshot. Sage euch, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann machen wir was anderes. Bis dann. Tschüss.